Tabellen sind eine gute Möglichkeit, um komplexe Informationen übersichtlich zu gestalten. Wenn du die Materialien zu dieser Lerneinheit entpackst, so findest du darin für die erste Übung einfach nur ein PDF mit einem Stundenplan und für die folgende Übung hat es dann eine Word-Datei, die du zu überarbeiten hast. So soll der Stundenplan am Schluss ausschauen. Und wir beginnen mit einer neuen leeren Word-Datei und fügen hier gleich eine Tabelle ein, und zwar über Tabelle. Und hier könntest du direkt die entsprechende Anzahl Zeilen und Spalten auswählen oder du kannst auch über den Befehl Tabelle einfügen das Ganze numerisch machen. Wir brauchen 6 Spalten und 13 Zeilen. Den Rest lassen wir mal so bestehen. Bevor wir nun die Inhalte einfüllen, machen wir gleich eine Voreinstellung noch. Und zwar wählen wir die ganze Tabelle aus, indem wir in dieses Symbol oben links tippen. Damit wird jede einzelne Zelle ausgefüllt. Und im Reiter Layout, der nun bereitsteht bei den Tabellentools, können wir die Ausrichtung schon mal einstellen. Und zwar soll es zentriert, sowohl horizontal als auch vertikal sein. Und die Schriftgröße legen wir auch schon fest. Das soll die Kolibri sein und 10 Punkt. Nun verkleinere ich das Fenster ein bisschen, damit ich die Vorlage und die Arbeitsdatei nebeneinander habe. Die erste Zeile lasse ich mal weg, das kommt später. Hier kommen nun die Tage rein. Und ab hier die weiteren Inhalte. So, nun bin ich soweit. Ich habe aber dummerweise gemerkt, dass ich hier noch die Mittagspause vergessen habe. Es müsste also hier noch eine Zeile dazwischen kommen. Das ist ganz einfach, indem ich zum Beispiel bei 13.30 Uhr reinklicke, kann ich wiederum über Layout mit dem Symbol darüber einfügen, eine Zeile einfügen. Übrigens kann man das auch immer mit einem Rechtsklick tun. Hier einfügen, Spalten oder Zeilen oberhalb oder unterhalb.